habe hier bei Yoga Vidya eine Studie durchgeführt, um Transformationsprozesse während einer vierwöchigen Yogalehrer-Intensivausbildung zu untersuchen. Und da möchte ich heute die ersten Ergebnisse vorstellen. Ne? Okay, einmal möchte ich zu dem Hintergrund was sagen. Wir treffen uns jetzt hier und machen ein Forschungssymposium über Yoga- und Meditationsforschung. Und da möchte ich erstmal so einen kleinen Überblick geben, was gibt es überhaupt an Yoga-Forschung. Und erstmal kann man sich das historisch betrachten, also das Interesse an der Untersuchung von Yogis ist schon relativ früh ausgekommen. Also ich würde sagen, die ersten richtigen wissenschaftlichen Studien im heutigen Sinne hat es Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben. Und da sind dann Wissenschaftler mit ihren Feldlaboren in den Himalaya gegangen und wollten Yogis untersuchen, weil die Legende ging, dass diese Yogis außergewöhnliche Dinge mit ihrem Körper und ihrem Geist machen können. Ich stelle mir das vor, dass das ziemlich abenteuerlich gewesen sein muss, Anfang 20. Jahrhundert mit dem Feldlabor durch Indien zu reisen. Bin ich ein bisschen traurig, dass ich das nicht mehr erlebt habe. Die Studien haben heute eher historischen Wert. Also das ging zum Beispiel, nahm man an, dass Yogis willentlich ihren Herzschlag beeinflussen können und ihren Herzschlag aussetzen können. Ein Beispiel. Und ist man hingegangen, hat das untersucht und diese Yogis, die haben diese Pranayama-Übungen gemacht, also wo die Bauchdecke eingezogen wird und man kann keinen Herzschlag mehr hören. Aber wenn man ein EKG anlegt, also die elektrische Aktivität misst, dann kann man sehen, dass das Herz sehr wohl noch schlägt, nur der Ton ist nicht mehr hörbar. Das sind so Erkenntnisse, die aus diesen ersten Studien herausgekommen sind zum Beispiel. Und gut, das ist dann so zur Mitte des Jahrhunderts wieder ein bisschen eingeschlafen und erst, würde ich sagen, mit den Beatles, die dann nach Indien gefahren sind, in die Ashrams gegangen sind, mit der transzendentalen Meditation, ist das Forschungsinteresse wieder aufgekommen und sind wieder Forschungen gemacht worden. Und zunächst ist Yoga und Meditation dann so in die Ecke der Entspannungsverfahren gekommen, weil es da Befunde gab und bis in die 90er Jahre das an den Universitäten von den Wissenschaftlern immer gesagt worden, ja, das sind Entspannungsverfahren. Aber eigentlich schon auch seit den 70er Jahren gibt es vermehrt Studien, die therapeutische Effekte von Yoga untersuchen. Also es gibt Tausende von wissenschaftlichen Publikationen mittlerweile, die nachweisen, dass bei speziellen Störungen Yoga therapeutische Effekte hat. Also bekannt sind Krankheiten wie Bluthochdruck oder viele andere Krankheiten, und mittlerweile also Hormonstörungen, Erkrankungen des Hormonsystems, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder vor allen Dingen auch Wirkungen bei der Rehabilitation nach Krebserkrankungen, zum Beispiel Schlaganfällen und mittlerweile, wie wir hier immer wieder gehört haben, auch bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Stresserkrankungen, Angststörungen. Also der Fokus liegt darauf nachzuweisen, dass Yoga therapeutische Effekte hat. Und jetzt kommen wir so ein bisschen. Achso, und dann gibt es mittlerweile natürlich auch Grundlagenforschung. Wir haben in Gießen mit dem Uli untersucht, was die Mechanismen für diese therapeutischen Effekte sein können, haben dann festgestellt, dass Yoga auf die autonome Balance wirkt, und andere Studien, die jetzt laufen, versuchen, den Wirkmechanismus für diese hormonellen Erkrankungen zu finden, untersuchen also genau die Wirkung auf das Hormonsystem. So, das ist das, was gemacht wird. Und jetzt will ich ein bisschen darauf eingehen, was wir gemacht haben. Also ich denke mal, die meisten von euch sind hier Yoga-Praktizierende. Und ihr werdet euch auch sehr bewusst darüber sein, dass Yoga jetzt eigentlich keine Therapiemethode ist, sondern ein spiritueller Weg. Und dass eigentlich die Heilung von Krankheiten eher ein Nebeneffekt ist auf dem Yoga-Weg. Und dass es eigentlich um andere Dinge geht. Und daher hat sich diese Fragestellung herauskristallisiert, Transformationsprozesse zu untersuchen, erstmal als abstrakter Begriff. Also Veränderungen, die mit einem Menschen vorgehen, der Yoga praktiziert. Und jetzt ist die Frage, was für Veränderungen können das sein? Und dann
dass jetzt die Sache, wenn man immer direkt auf die Erleuchtung abzielt, finde ich das immer ein bisschen hochgegriffen. Und ihr werdet wissen aus eurer Yoga-Praxis, das sind eigentlich erstmal die ganz alltäglichen Dinge, die sich verändern. Also es sind Veränderungen im Erleben, Veränderungen in der Wahrnehmung und ganz besonders Veränderungen in der Bewertung von Situationen, die in meinem Leben einfach immer wieder vorkommen. Und jetzt ist die Frage, was für psychologische Konzepte kann man dahinter stellen, um solche Phänomene zu untersuchen. Und ein Konzept, das sich hier anbietet, ist die Persönlichkeit. Also finden Veränderungen in der Persönlichkeit statt. Muss ich ein kleines bisschen ausholen und sagen, was Persönlichkeit ist. Da gibt es auch hunderte von Definitionen, über die man sich streiten könnte, was jetzt die richtige ist. Ich habe einmal die prominenteste rausgenommen von Allport 1959. Persönlichkeit ist die dynamische Ordnung derjenigen psychophysischen Systeme in Individuen, die seine einzigartigen Anpassungen an seine Umwelt bestimmen. Jetzt wissenschaftlich kann man auch einfacher sagen, die umfassende Bezeichnung für Beschreibung und Erklärung der Bedingungen, Wechselwirkungen und Systeme, die interindividuelle Unterschiede des Erlebens und Verhaltens erfassen und gegebenenfalls eine Vorhersage künftigen Verhaltens ermöglichen. Also, was ich dazu sagen möchte, wir können grob unterteilen, es gibt Bereiche der sogenannten differenzielle Psychologie und die allgemeine Psychologie. In der allgemeinen Psychologie werden Mechanismen untersucht, die allen Menschen gemeinsam sind. Also wenn Yoga auf unser Herz-Kreislauf-System wirkt, dann tut das das bei allen Menschen. Und die differenzielle Psychologie beschäftigt sich mit den Unterschieden zwischen Menschen. Das steckt in dem Wort interindividuell, zwischen Individuen. Man versucht also zu beschreiben, was die Unterschiede von Menschen sind. Und wie man das immer versucht, man versucht zu beschreiben, man versucht zu erklären, um Vorhersagen zu ermöglichen, was in Zukunft passieren wird. Und in diesem Rahmen ist die Persönlichkeitspsychologie gewachsen und entstanden, weil man versucht hat, anhand von Persönlichkeitseigenschaften die spezifischen Merkmale von Menschen zu beschreiben. Und ein wichtiges Merkmal von diesen Persönlichkeitseigenschaften ist, dass sie zeitlich stabil sind. Dass unsere Persönlichkeit eigentlich, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, sich herausbildet und im Laufe unseres Lebens relativ unverändert bleibt. Dass wir uns auch immer wieder dieselbe Art und Weise verhalten, wie das durch unsere Persönlichkeitseigenschaften vorgegeben ist. Und jetzt gibt es verschiedene Modelle der Persönlichkeit, wo man gesagt hat, wie viele Merkmale oder wie viele Dimensionen brauchen wir denn, um einen Menschen erschöpfend zu beschreiben. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die sagen, drei Dimensionen reichen. Der prominenteste Ansatz, die sogenannten Big Five, gehen davon aus, dass sie mit fünf Dimensionen einen Menschen relativ erschöpfend beschreiben können. Diese Dimensionen sind Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Das ist das prominenteste Persönlichkeitsinstrument, das es gibt. Deswegen habe ich das hier genommen. Und dann habe ich noch andere Persönlichkeitskonstrukte gesucht, die jetzt theoretisch und inhaltlich näher am Yoga sind. Und einmal gibt es den Fragebogen zur Kompetenz- und Kontrollüberzeugung. Der hat nämlich die Dimension Selbstkonzept, also das Bild, das ich von mir selber habe, von meinem Verhalten in der Umwelt, von meinen Interaktionen, Internalität, ob ich die Ursachen von Ereignissen bei mir selber suche, oder eben Externalität, ob ich die Ursachen für Ereignisse in der Außenwelt suche. Bei meinen Mitmenschen, soziale Externalität oder bei höheren Mächten, fatalistische Externalität. Ein anderes Konstrukt ist die Absorptionsfähigkeit. Das ist die Disposition, Zustände der Absorption zu erleben. Also ob ich eine Neigung dazu habe, sogenannte Flow-Erlebnisse zu haben. Ob ich eine Aufgabe erfüllen kann und völlig in dieser Aufgabe versinken kann. Zu dem Thema hat der Uli auch sich mal ausführlich beschäftigt und hat da auch einen Artikel zugeschrieben, der interessant zu lesen ist. Ein anderes interessantes Konzept ist der Kohärenzsinn. Das ist die Fähigkeit, die Ereignisse in meinem Leben als sinnhaftig zu betrachten, in einem größeren Kontext zu sehen. Das war ein sehr prominentes Konstrukt
Und ja, das ist von der Theorie her sehr spannend über die Dinge, die es beinhaltet. Das kann nämlich ein religiöses Verständnis sein, das mir hilft, alle Dinge, die mir in meinem Leben widerfahren, in einen größeren Kontext zu sehen, in einer Sinnhaftigkeit zu sehen. Und ich denke, schon allein dieser Aspekt ist für viele Leute, die Yoga betreiben, hochspannend, weil es den Leuten oft gelingt, im Nachhinein auch zu verstehen, warum ihnen viele Dinge in ihrem Leben widerfahren sind. Und dazu gibt es auch einen Fragebogen, den wir verwendet haben. Jetzt ist die andere Sache oder die Herausforderung, die wir uns ja mit dieser Studie gestellt haben, diese Veränderungen, die womöglich vonstatten gehen, wollen wir ja darauf zurückführen, dass die Leute Yoga praktiziert haben. Und deswegen müssen wir ja auch erheben, wie viel die praktiziert haben, um das Ausmaß der Veränderungen mit dem Ausmaß der Praxis in Zusammenhang zu bringen. Dann haben wir einmal die Übungspraxis erhoben, also wie viel Yoga, Asana, Pranayama die Leute betreiben, ob sie meditieren, ob sie ja, hier in dem Yoga-Vidya-Konzept Satsang besuchen. Und ein anderer Aspekt ist der Lebensstil mit den Aspekten Ernährung, Konsumverhalten oder Gebrauch von Rausch- und Genussmitteln. Und ein dritter Aspekt, der sich so im Vorfeld der Studie herauskristallisiert hat, dass für die Veränderungsprozesse die Erfahrungen, die gemacht werden, eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich nenne das mal schon hier spirituelle Erfahrungen. Das füllen wir ein bisschen aus. Also erstmal haben wir dann auch ein Konzept verwendet, über das jetzt schon gestern Abend und heute Morgen viel geredet worden ist, die Achtsamkeit. Ich habe hier auch nochmal die Definition von Jon Kabat-Zinn aufgeführt und zur Abwechslung mal auf Englisch, aber ihr habt die jetzt schon ein paar Mal auf Deutsch gehört. Dann in diesem Konzept sind natürlich von Bedeutung Erfahrungen, die bei der Meditation gemacht werden, weil die Leute ja hier auch zum Meditieren angehalten werden. Und da haben wir den Meditationstiefe-Fragebogen von Harald verwendet. Und ein anderer Aspekt sind jetzt nochmal eine andere Art von spirituellen Erfahrungen, die jetzt nicht direkt in der Praxis passieren. Da haben wir uns auch im Vorfeld drüber unterhalten, also spirituelle Erfahrungen, vielleicht mystische Erlebnisse, da gibt es ja ein ganz breites Spektrum, was auch immer das sein kann. Wir haben uns überlegt, wenn jemand so etwas erlebt, dann prägt ihn das unter Umständen ganz stark und intensiv und fördert den Veränderungsprozess. Also haben wir uns gesagt, wir müssen auch versuchen, diese spirituellen Erfahrungen zu erheben. Das ist nicht einfach, da gibt es Forschung zu und das Verständnis von spirituellen oder mystischen Erfahrungen ist sehr unterschiedlich und das ist kein einfaches Feld, da Instrumente zu finden, die das auf eine Art und Weise erheben, mit der man sich selber identifizieren kann. Bei einer Auswahl von vielen verschiedenen Instrumenten haben wir uns für die Skala von Underwood und Kollegen entschieden, die Daily Spiritual Experience Scale, also die tägliche spirituelle Erfahrung. Was wir gemacht haben, also ihr kennt alle diese 4 Wochen Intensivausbildung, zu der die Leute hier hinkommen, die können 4 Wochen an einem Stück machen, die können die Wochen einzeln machen, die können im Prinzip bis zu 3-mal diese Ausbildung unterbrechen, wenn sie jede Woche einzeln, zu jeder Woche einzeln anreisen. Wir haben am Beginn der Ausbildung die Persönlichkeitsmerkmale einmal erhoben, dann haben wir gefragt, wie viel die Leute praktiziert haben, bevor sie hier hingekommen sind. Wir haben den Lebensstil erfragt und wir haben erfragt, was für Erfahrungen Achtsamkeit, Achtsamkeit und spirituelle Erfahrungen, die schon vor ihrem Beginn der Ausbildung gemacht haben. Dann haben wir zum Ende jeder Ausbildungswoche die Erfahrungen, also spirituelle Erfahrungen, Meditationstiefe und Achtsamkeit abgefragt. Und zu Beginn einer jeden Woche haben wir die Übungspraxis und den Lebensstil abgefragt. Denn die Leute, die nach Hause gefahren sind, praktizieren ja in einem anderen Umfang als die Leute, die hier bleiben. Und diese Varianz oder dieser Unterschied ist für die Untersuchung sehr wichtig, weil wir ja Leute brauchen, die unterschiedlich intensiv praktizieren, um nachher zu gucken, ob die sich auch unterschiedlich deutlich verändern.
Und am Ende der Ausbildung haben wir nochmal die Persönlichkeit abgefragt und die Erfahrungen jetzt in Bezug auf die letzte Ausbildung. Hier ist die Stichprobe. Also wir haben von 520 Personen alle Fragebogen zurückerhalten. Insgesamt kann ich vielleicht noch sagen, wir haben 1400 verschiedene Probandencodes. Also in dieser Zeit, die die Studie gelaufen sind, haben 1400 Leute mal so einen Fragebogen ausgefüllt. Hier haben wir auch den Unterschied, 416 davon von den Personen waren Frauen und 94 Männer. Das ist nicht mehr dieses ganz Extreme, also da gibt es ja diese Dissertation von Christian Fuchs, Yoga in Deutschland aus 1990 oder sowas, wo er gesagt hat, 80% sind Frauen und ich habe den Eindruck, der Frauenanteil ist immer noch deutlich größer als der Männer, aber diese 80%-Marke, die stimmt so nicht mehr, also das gleicht sich ein bisschen an. Das durchschnittliche Alter lag bei 38,8 Jahren, von den 520 haben nur 501 Personen uns verraten, wie alt sie sind. Und jetzt noch eine Sache, also hier die Unterbrechungen, 273 dieser Personen haben die Ausbildung in einem Stück gemacht, 150 haben sie einmal unterbrochen, 47 haben sie zweimal unterbrochen, 50 haben sie sogar dreimal unterbrochen. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, hat sich denn die Persönlichkeit tatsächlich verändert? Und wenn ich das jetzt mit einem statistischen Test berechne, zum Beispiel einen T-Test für gepaarte Stichproben und vergleiche, ist die Persönlichkeitsdimension unterschiedlich vor und nach der Ausbildung, dann werden wir diese Tests alle hochsignifikant, weil ich bei einer solch großen Stichprobe eine unheimliche Teststärke habe, dass mir minimale Unterschiede sofort signifikant werden. Ich muss jetzt also nach einem anderen Maß suchen, um zu gucken, ist dieser Unterschied tatsächlich bedeutsam. Und hier in dem Vortrag vorher über die Meta-Analysen ist da schon über die Effektgröße gesprochen worden. Ich kann also ein anderes Maß finden, das mir eine Aussage macht, eine normierte Aussage über den tatsächlichen Unterschied der Werte, der Mittelwerte in den beiden Gruppen. Und hier sehe ich, also Cohen hat Kriterien festgelegt, das ist ein standardisiertes Maß, die Effektgröße, und sagt, ab Größen von 0,2 kann man von einem kleinen Effekt sprechen, ab Größen von 0,5 von einem mittleren und größer als 0,8 ist ein großer Effekt. Ich habe eingangs gesagt, die Persönlichkeit ist eigentlich relativ zeitstabil und konstant. Das heißt, auch in gerade nur 4 Wochen können wir eigentlich immer nur kleine Effekte erwarten, wenn wir Veränderungen erwarten. Das andere wäre sehr optimistisch. Wir sehen aber hier, dass beim Neurotizismus die Werte doch sehr deutlich abgenommen haben, wir einen mittleren Effekt haben. Und auch die Extraversion hat zugenommen. Die Offenheit, ja, da gibt es auch Unterschiede. Und Verträglichkeit hat zugenommen, Gewissenhaftigkeit hat zugenommen. Dann die Subskalen von der Trilogie. Ja? Was ist Neurotizismus? Ja, die Neigung, sich neurotisch zu verhalten. Ja? Nein, da ist das Vorzeichen negativ. Ja, abgenommen. Das ist ein negatives Vorzeichen, ja? dann haben wir Effekte auf den Subskalen der Telegram Absorption Scale. Und diese Subskalen sind Empfänglichkeit für entsprechende Reize, Synästhesie, also der Eindruck, Sinneswahrnehmung auf einer anderen Sinnesmodalität wahrzunehmen, dass ich zum Beispiel Klänge als Farben wahrnehme. Erweiterte Wahrnehmung, selbstvergessene Absorption, lebhaftes Erinnern, erweitertes Bewusstsein. Hier haben wir überall kleine Effekte. Die anderen Skalen, wie jetzt zum Beispiel von dem Fragebogen zur Kompetenz- und Kontrollüberzeugung, die mir theoretisch so gut gefallen hatten, mit dem Selbstkonzept, der Internalität, der Externalität, da zeigen sich keine Unterschiede. Und auch das schöne Konstrukt der Kohärenz zeigt leider keine Effekte. Auch wenn die Unterschiede signifikant sind im statistischen Test, aber die Effektmaße, die
sind marginal. Gut. Das ist jetzt höhere Mathematik. Da bin ich, also, ich habe ja erwähnt, es geht darum, Kausalzusammenhänge aufzuzeigen. Das heißt, diese Veränderungen in der Persönlichkeit auch tatsächlich auf das Yoga zurückzuführen. Und da gibt es ein methodisches Mittel, das sind Strukturgleichungsmodelle. Da kann ich jetzt hier sogenannte latente Variablen formulieren, das heißt Variablen, also theoretische Konstrukte, die nicht direkt messbar sind. Diese theoretischen Konstrukte kann ich über Indikatorvariablen messen. Also bei der Persönlichkeit zum Beispiel habe ich vorhin eingeführt, diese verschiedenen Fragebögen, mit denen Persönlichkeit anhand verschiedener Dimensionen erfasst werden. Diese Fragebögen haben wir verwendet und haben jetzt zur Beschreibung von Persönlichkeit verschiedene Werte auf diesen Skalen, die wir zur Persönlichkeit zusammenfassen können. Dann haben wir hier einmal die Praxis zum Zeitpunkt T0, also zu Beginn der Ausbildung, ihr Lebensstil, Yoga, Meditation, Satsang, dann Praxis zum Beginn der ersten, der zweiten Ausbildungswoche. Da habe ich noch die Zeit hinzugefügt, die zwischen den beiden Ausbildungswochen gelegen hat, wie lange die Leute zu Hause waren. Das hier für den Beginn der dritten Ausbildungswoche, Beginn der vierten Ausbildungswoche. Dann hier auf der Ebene sind die Erfahrungen abgebildet, also die Achtsamkeit, die Meditationstiefe und die spirituellen Erfahrungen am Ende der ersten Ausbildungswoche, am Ende der zweiten Ausbildungswoche, am Ende der dritten Ausbildungswoche und am Ende der gesamten Ausbildung. Und jetzt habe ich hier Zusammenhänge postuliert anhand dieser Pfeile und habe erstmal angenommen, alle diese Dinge verändern die Persönlichkeit. Achso, hier habe ich noch einen Bild gesehen, hier zweimal Persönlichkeit. Also das simpelste Modell wäre, die Persönlichkeit, wie wir sie nach der Ausbildung messen, lässt sich am besten und ausschließlich aus der Persönlichkeit vor der Ausbildung vorhersagen. Wenn das der Fall wäre, dann könnten wir sagen, zumindest mit unseren Daten können wir nicht bestätigen, dass dieses hier einen Einfluss auf die Persönlichkeit nach der Ausbildung hat. Ja? Und zusätzlich zu der Vorhersagekraft der Persönlichkeit zum Zeitpunkt T0 sollen jetzt diese Dinge die gemessene Persönlichkeit nach der Ausbildung vorhersagen. So, das ist das theoretische Modell, so wie das vorher konzipiert worden ist. Und jetzt kommen die ersten Analysen und hier muss ich sagen, das ist Work in Progress. Also ich habe den Datensatz jetzt seit 3 Monaten, rechne damit rum. Und wie das ist im Leben, es gibt immer wieder neue Probleme, die gelöst werden müssen. Und der Uli hat immer gesagt, wir müssen ein bisschen Gehirnschmalz verbraten. Und da bin ich gerade dabei. Was ich hier erstmal in diesen ersten Analysen zeige, die Pfeile, die ich rot nachgemalt habe, das sind die Verbindungen, von denen die Analysen sagen, dass die einen Vorhersagebeitrag, einen signifikanten Vorhersagebeitrag zur Persönlichkeit nach der Yogalehrerausbildung liefern. Und das ist natürlich die Persönlichkeit vor der Ausbildung, das ist ja der Ausgangspunkt, dass die Persönlichkeit nach der Ausbildung davon abhängt, was für eine Persönlichkeit vorher gemessen worden ist, scheint ja plausibel. Dann sehen wir hier, das, was Einfluss hat, sind die Erfahrungen auf die Persönlichkeit. Ja? Also die Erfahrungen, die gemacht werden, helfen mir zu erklären, wie die Persönlichkeit nachher sich zusammensetzt. Wo aber diese direkten Verbindungen von den Praxisumfängen auf die Persönlichkeit sind alle nicht signifikant geworden. Es ist aber signifikant geworden, der Zusammenhang hier von der Praxis, zumindest bei T0 und bei T1, der Praxis zu den Erfahrungen. Also der Umfang der Praxis scheint mit zu bestimmen, was für Erfahrungen die Leute machen. Und es sind dann die Erfahrungen, die die Veränderung in der Persönlichkeit vorhersagen können. Also das scheint ein indirekter Zusammenhang zu sein. Und wenn man sich darüber so ein bisschen, also wenn man darüber nachdenkt, scheint das ja auch plausibel zu sein. Also wenn ich einfach jeden Tag Asanas mache, ohne Achtsamkeit, ohne irgendwas, als Gymnastik, kann wahrscheinlich sein, dass nichts passiert. Aber wenn ich richtig Asanas übe, mache ich entsprechende Erfahrungen und die helfen mir, mich zu verändern. So, das sieht ganz schön aus.
Es gibt nur ein großes Problem. Diese Zusammenhänge sind zwar signifikant geworden und die Vorhersagen, aber bis jetzt ist das Gesamtmodell nicht signifikant. Und da komme ich auf ein großes Problem. In der Testplanung vorher habe ich festgelegt, ich brauche ungefähr 500 Datensätze. Das berechnet sich daraus, wie viele Indikatorvariablen ich in dem Modell habe. Man kann sagen, ungefähr pro Indikator brauche ich 15 Datensätze. Und dieses Rechenverfahren reagiert sehr sensibel auf sogenannte Missing Values, also auf fehlende Werte. Und wenn ich mir jetzt meine Datensätze genau angucke, dann sehe ich, dass ich nur bei knapp über der Hälfte wirklich vollständige Daten habe. Also, dass ich sehr viele Datensätze habe, die löchrig sind, wo die Leute einfach nicht alles ausgefüllt haben. Wer hat hier an der Untersuchung teilgenommen? Gut. Ich hoffe, ihr habt alles ausgefüllt. Und das heißt, ich muss an diesem Punkt noch weiteres Gehirnschmalz verbraten. Ich muss also ein Modell entwickeln, das sparsamer ist, wo nicht so viele Indikatoren eingehen. Ich muss also gucken, ob ich Indikatoren zusammenfassen kann, damit einfach die Teststärke des Modells steigt, dass ich auch mit diesem kleineren Datensatz ein Modell entwickeln kann, das signifikant wird und dann die Zusammenhänge zeigt. Aber ich habe natürlich auch eine Alternativstrategie, um zu gucken, was in den Daten drinsteckt. Ich habe eine kanonische Korrelation berechnet. Das ist auch höhere Mathematik. Das ist ein regressionsanalytischer Ansatz, wo ich einfach versuche, über eine Regression aus den Prädiktorvariablen Praxisumfang und Erfahrung und Persönlichkeit vorher, die Persönlichkeit nachher vorherzusagen. Allerdings kann ich mit diesem Verfahren keine kausalen Zusammenhänge prüfen. Und das ist ja für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen ja sagen, die Veränderung lässt sich wirklich auf das Yoga und die Erfahrung aus dem Yoga zurückführen. Und hier mit dieser kanonischen Korrelation, da reichen mir diese 270 Datensätze, um das statistisch sinnvoll mitrechnen zu können. Und ich kann sagen, dass ich bei den Persönlichkeitsvariablen nachher 64% der Varianz ausklären kann aus den Prädiktoren, die ich habe. Das ist sehr viel. Also hier besteht schon ein statistischer Zusammenhang. Aber hier mit dieser Analyse kann ich da keine Kausalhypothesen bestätigen oder abwägen. Allerdings kann ich hier sagen, als Prädiktoren haben den höchsten Beitrag natürlich die Persönlichkeit zum Zeitpunkt T0, also vorher, das ist auch nicht anders zu erwarten. Hohen Beitrag hat die Achtsamkeit. Und zwar vor allen Dingen die Achtsamkeit, die die Leute schon zu Beginn der Ausbildung hatten, dann besonders die nachher und die zwischendurch gemessen worden ist, die hat auch noch voraussagen. Meditationstiefe, vor allen Dingen die Tiefe, die zum Zeitpunkt T1 angegeben wird und die spirituellen Erfahrungen, die gemacht werden. Also die Erlebnisdimensionen haben auch hier den hohen Vorhersagewert. Und die Praxisvariablen, die korrelieren indirekt, wenn die mit den Erlebnisvariablen korrelieren und da zusammenhängen. Gut, das ist der Stand, wie ich mit der Auswertung bis jetzt vorangekommen bin. Ich möchte mich natürlich hier bei allen bedanken, die mir hier geholfen haben, und möchte nochmal erwähnen, also der Beginn der Studie, die ersten Gespräche, die haben im Sommer 2008 stattgefunden. Die Datenerhebung hat dann im Sommer 2009 begonnen und ist im April diesen Jahres abgeschlossen worden. Also ihr seht, das war ein sehr umfangreiches Projekt. Und wie das eben so spielt, hat das viele Probleme und Herausforderungen gestellt, wo wir die Chance hatten, dran zu wachsen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Maria und Mirabai und Meshwari und den anderen Mitarbeiterinnen hier, die mit großem Engagement mir geholfen haben, hier die Studie durchzuführen. Und natürlich auch bei allen, die bereit gewesen sind, die Zeit zu opfern und in ihrer Yoga-Lehrerausbildung auch noch diese Frage auszuführen. Ich danke euch ganz herzlich. Gut. Ja. Wo werden denn die Ergebnisse veröffentlicht?
Also ich bin verpflichtet, einen Ergebnisbericht für YogaVidya zu schreiben und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr auch noch abschließen kann und dann denke ich, YogaVidya wird das veröffentlichen. Und ich könnte mich auch darum bemühen, diese Studienergebnisse noch wissenschaftlich zu publizieren. Das ist aber eine sehr zeitaufwendige Sache, da weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Aber ich würde das natürlich gerne tun, aber da muss ich gucken, was die Zeit bringt. Aber ich denke, über die Website von YogaVidya wird im nächsten Jahr der Ergebnisbericht abrufbar und einsehbar sein. Vielen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Kongress und eine schöne Zeit.